Im oberen linken Bereich sehen Sie die Bibliothek im Register Film. Die Bibliothek verhält sich grundsätzlich genau gleich wie im Register Bibliothek. Ich zeige Ihnen in dieser Lektion einfach einige Tipps und Tricks beim Bearbeiten in der Bibliothek im Register Film. Wenn Sie die Bibliothek etwas größer angezeigt haben möchten, dann ziehen Sie einfach an diesem Symbol mit der Maus, um die Bibliothek etwas zu vergrößern. Wenn Sie die Größe der Clips in der Bibliothek ändern möchten, dann können Sie dies über diesen Knopf tun. Damit ändern Sie die Miniaturgröße. Je kleiner diese sind, umso mehr können Sie gleichzeitig in der Bibliothek anzeigen. Je größer diese sind, umso detaillierter werden diese angezeigt. Am oberen Rand haben Sie unterschiedliche Register. Das sind genau die gleichen, wie Sie diese auch aus der Registerbibliothek kennen. Wenn Sie zum Beispiel aber nun Ihre Medien vermissen oder andere anwählen möchten, dann geht dies sehr einfach. Sie sehen zum Beispiel, dass ich hier ein Register Video habe und hier ebenfalls ein Register Video. Das heißt also, Sie können unterschiedliche Register mit den gleichen Inhalten haben. Sie können dies aber auch individuell ändern, wenn Sie dann später zum Beispiel Ihre Medien suchen. Klicken Sie einfach mit der linken Maustaste auf eines der Register und eine Liste mit allen Ihren Medien, Kollektionen und kreativen Bausteinen wird geöffnet. Nun können Sie angeben, welche Medien in diesem Register angezeigt werden sollen. Durch ein Klicken auf eines der kleinen Dreiecke können Sie den Inhalt des entsprechenden Ordners öffnen. Wenn Sie aber zum Beispiel auf Fotos klicken, dann werden sämtliche Fotos, die Sie in der Bibliothek haben, angezeigt in diesem Register. Oder zum Beispiel werden alle Videos dargestellt, wenn Sie auf dieses Wort Video klicken. Wenn Sie aber zum Beispiel nur Videos aus der Festplatte D angezeigt haben möchten, dann klicken Sie auf dieses Symbol, wo steht Video D. Natürlich wird dies bei Ihrem PC etwas anders aussehen und Sie werden andere Verzeichnisse aufgelistet haben, je nachdem, von wo Sie Ihre Medien in die Bibliothek importiert haben. Wenn Sie noch eine feinere Struktur haben möchten, also zum Beispiel in diesem Register lediglich Videos von diesem Ausflug anzeigen möchten oder zum Beispiel von der Autofahrt, dann klicken Sie einfach auf den entsprechenden Eintrag. Sie sehen jeweils, wo sich diese Medien befinden, zum Beispiel dies unter D, Media, Video, Autofahrt. Wenn ich da mit der linken Maustaste klicke, sehe ich nun wirklich nur diese Videos aus dem Ordner Autofahrt. Sie sehen dies in diesem Bereich noch einmal angezeigt und der Name des entsprechend gewählten Ordners. Natürlich können Sie dies jederzeit ändern, je nachdem, welche Medien Sie gerade angezeigt haben möchten. Wenn Sie zum Beispiel die Übergangseffekte in diesem Register angezeigt haben möchten, dann gehen Sie einfach unten auf Ihre kreativen Bausteine und wählen zum Beispiel Überblendungen. In diesem Fall werden alle Überblendungen angezeigt, die auf Ihrem PC installiert sind. Wenn Sie aber zum Beispiel nur Übergangseffekte der Hollywood FX Sammlung 1 anzeigen lassen möchten, dann klicken Sie auf dieses Symbol und so weiter. Das heißt, Sie benötigen nicht sehr viele von diesen Registern, sondern können jederzeit einfach mit einem Klick mit der linken Maustaste einen anderen Ordner oder eine andere Kategorie auswählen. Wenn Sie diese Register nicht mehr angezeigt haben möchten, dann klicken Sie einfach auf das X, damit diese verschwinden. Wenn Sie eine Videosequenz auswählen in der Bibliothek, die zum Beispiel über mehrere Szenen verfügt, wie zum Beispiel dieses hier, dann können Sie die Szenen noch individuell anzeigen lassen. Sie sehen zum Beispiel, dass dieses Video lediglich aus einer Szene besteht und dieses aus mehreren. Das wird dargestellt, indem einfach im Hintergrund noch einmal eine Szene schematisch dargestellt wird. Wenn Sie nun mit der rechten Maustaste auf Szenen anzeigen klicken oder zum Beispiel in die Bibliothek auf dieses Symbol Szenenansicht, dann wird sich ein Modus öffnen, wo die einzelnen Szenen angezeigt werden. Dies wird mit diesem Balken mitgeteilt. Das heißt, Sie sehen nun nur noch diese eine Videodatei unterteilt in die entsprechenden Szenen. Nun haben Sie Zugriff auf die einzelnen Szenen.
visualisiert auf der linken Seite durch diesen Rand. Sie können diese Ansicht jederzeit wieder ändern, indem Sie einfach auf dieses X klicken oder unten links auf dieses Symbol. Dann sehen Sie wieder die ganze Videodatei und nicht mehr die einzelnen Szenen dieser Videodatei. Falls Sie eine Videodatei in die Bibliothek aufnehmen möchten, ohne diese zuerst in einen Watchfolder zu verschieben oder über Import zu importieren, dann können Sie auf dieses Symbol klicken. Damit wählen Sie einfach eine lokale Mediendatei, die kompatibel ist zu Avid Studio. Wählen Sie dann einfach auf Ihrer Festplatte eine Datei aus und diese wird dann in die Bibliothek aufgenommen. Automatisch wird dann in eine Kollektion letzter Import gewechselt, wo sich nun diese Videodatei befindet.